Was geht ab YouTube? Dennis hier von DTV, eurem Yu-Gi-Oh! Kanal hier auf YouTube. Heute machen wir das 8. Adventskalender-Türchen auf und wir schauen uns, ungelogen, die teuerste Yu-Gi-Oh! Karte aller Zeiten, die jemals gedruckt wurde, die jemals vergeben wurde, die jemals über den Ladentisch gegangen ist, an. Eine unfassbar teure Karte, das ist ein Preis, das habt ihr noch nie gehört. Ist allerdings eine Karte, die nicht spielbar ist. So viel kann ich schon mal vorwegnehmen. Doch bevor wir uns diese Karte angucken, wie immer an dieser Stelle, lasst mir auf jeden Fall einen Daumen da und abonnieren nicht vergessen, denn nur so verpasst ihr keines meiner weiteren Yu-Gi-Oh! Videos. Und damit bleibt mir auch nicht viel mehr zu sagen, außer los geht's! Hier auf diesem Foto seht ihr die teuerste Karte, die es da draußen gibt. Und zwar ist das der Tournament Black Luster Soldier. Der geschätzte Wert dieser Karte sind 2 Millionen US-Dollar. Die teuerste Yu-Gi-Oh! Karte auf dem Planeten ist der Tournament Black Luster Soldier. Die einzigartige Edelstahlkarte war der erste exklusive Preis, der bei der Eröffnung vom Yu-Gi-Oh! Turnier im Jahr 1999 vergeben wurde. Der Tournament Black Luster Soldier wurde in der Vergangenheit mehrmals zum Verkauf angeboten, aber die bedeutendste Transaktion war im Jahr 2013 für 2 Millionen US-Dollar. Allein die Einzigartigkeit dieser Karte macht sie so wertvoll. Diese Karte wird wahrscheinlich bis zum Ende aller Tage die teuerste Yu-Gi-Oh! Karte der Welt bleiben. 2 Millionen US-Dollar! 2 Millionen US-Dollar! Für ein Stück Metall, wo der Black Luster Soldier drauf geprintet ist. Krass, oder? Falls das Ding einer von euch da draußen gekauft hat, lasst mich wissen. Mega krass! Also, wer von euch da draußen genauso viel für Yu-Gi-Oh! Karten pro Jahr ausgibt, der schreibt es mir auf jeden Fall in die Comments. Und ansonsten bleibt mir nicht viel mehr zu sagen, außer Like da lassen und abonnieren natürlich nicht vergessen, denn nur so bleibe ich weiterhin motiviert und baller ein Video nach dem anderen für euch raus. Wir sehen uns morgen früh um 8:30 Uhr an selber Stelle. Bis zum nächsten Mal.